Herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben ein interessantes Thema gerade in der heutigen Zeit. Was macht man physiotherapeutisch bei Homeschooling und Homeoffice? Herr Huck, Leiter der Physiotherapie an den Vidya-Kliniken, wird uns hier einige Tipps geben können. Sehr geehrter Herr Huck, seit der Umstellung auf Homeoffice und Homeschooling ist der Alltag für viele sehr, sehr herausfordernd. Oft wird empfohlen, sich mit festen Ritualen einen Rahmen zu geben. Was für feste Rituale nutzen Sie im Alltag? Ich nutze im Alltag natürlich ganz klar die Rituale, die ich auch vor dem Lockdown gehabt habe. Ich versuche mich nach einer Stunde von dem PC zu entfernen, um mich dann zu bewegen. Ich versuche nicht zu lang in einer Position sitzen zu bleiben. Ich versuche die Rituale, dass ich die Mittagspausen einhalte, dass ich abends auch etwas anderes tue, wie dann wieder nochmal am PC zu sitzen, das zu vermeiden. Was empfehlen Sie unseren Zuschauern? Wie viel Zeit sollte ein Mensch täglich für Bewegung einplanen, wenn er im Homeoffice arbeitet? Ich empfehle den Zuschauern, ich empfehle auch den Patienten, ich empfehle auch meinen ganzen Kollegen immer, ihr müsst in der Woche 150 Minuten euch bewegen. Das könnt ihr ganz einfach einteilen, indem ihr das auch durch die 5 Tage teilt. Bewegt euch. Haben Sie vielleicht da auch so zwei, drei Übungen, die so 2, 3 Minuten anhalten und die effektiv sind? Ja, habe ich. Ich würde die erste Übung immer dann nehmen, weil immer so nehmen, dass ich mich aufstelle, weil wir sitzen am PC mehrere Stunden und somit haben wir eine erhöhte Belastung auf die Schultern und auf den Nackenschmerzen. Die ist 5-fach so hoch wie im normalen Alltag. Wir stellen uns an die Wand oder in den Türrahmen, lehnen unseren Ellenbogen an den Türrahmen an und versuchen dann eine Dehnung über die Brustmuskulatur und die Schultermuskulatur durchzuführen. Das halten wir so ungefähr 20 bis 30 Sekunden. Dann wechseln wir auf die andere Seite und führen die Übung insgesamt so zwischen 2 und 3 Minuten durch. Die zweite Übung wäre eine Übung für den Kopf und für die Schulter. Ich nehme meine Hand, lege sie über meinen Kopf und ziehe meinen Kopf in die gleiche Richtung und schiebe meine Schulter auf der anderen Seite ganz langsam mit der Hand nach unten. Somit habe ich den Kopf und die Schulter gedehnt. Ist es empfehlenswert, den Tag mit Sport vor der Arbeit zu beginnen, oder reicht die kurze Runde um den Häuserblock herum? Nein, es ist empfehlenswert, dass man den Tag mit dem Sport beginnt. Morgens eine kurze Runde, entweder in Form von Joggen oder Walken und abends auch, weil wir sitzen den ganzen Tag vor unserem PC und somit hat der Körper viel mehr Entspannung. Am Schreibtisch macht sich die normale Arbeitskleidung besser als ein Jogginganzug, alleine schon für die Arbeitseinteilung und die Psyche. Welche Dehnübungen im Sitzen oder Stehen kann man auch in Hemd oder Bluse machen? Natürlich können wir in der Dehnung und Bewegung im Sitzen und im Stehen in der Hose, in der Bluse machen. Das ist ganz einfach. Wir bleiben auf unserem Stuhl sitzen, entfernen die Augen vom Bildschirm, nehmen unsere Hände, falten sie hinterm Kopf zusammen und versuchen erstmal ein Drehen des Oberkörpers durchzuführen. Wenn wir uns dann hinstellen wollen, dann stellen wir uns hin und machen eine Seitdehnung auch zur anderen Seite. Somit haben wir den Körper mal in den Muskulaturen der oberen Brustwirbelsäule und des Rückens aufgedehnt. Wer zu Hause womöglich auf dem Küchenstuhl arbeiten muss, dem fehlt doch sicherlich die Rotation in der Wirbelsäule. Kann man die Stuhllehnen vielleicht für Übungen nutzen? Die Stuhllehne kann man super zur Übung nutzen. Man setzt beide Hände auf die Stuhllehne auf. Damit hebt man seinen Körper von der Sitzfläche ab und fängt langsam an, den unteren Teil der Wirbelsäule zu rotieren mit den Beinen und somit haben wir die Rotation und wir haben eine Entlastung der gesamten Wirbelsäule. Oft ist auch die Beleuchtung im Homeoffice nicht optimal oder die Sitzwinkel am Arbeitstisch sind ungünstig. Gibt es auch Übungen für Augen, Finger und Handgelenke? Ja, ich mache da gerne die Übung mit der Uhr. Das heißt, man sitzt, setzt sich hin und die Augen machen quasi ein Zifferblatt und dann gehe ich auf die 12, auf die 6, auf die 9 und auf die 3
Und somit habe ich meine Augen etwas trainiert und auch entlastet. Das Gleiche kann ich auch mit den Fingern machen. Ich tue einen Schwamm, einen Putzschwamm nehmen und tue meine Finger reinkrallen und somit entlaste ich und entspanne die Fingermuskulatur. Im Handgelenk stelle ich mich einfach an die Wand und tue gegen die Wand drücken und das Handgelenk wird somit entspannt und gehe auf die andere Seite des Handgelenks. Somit habe ich alle drei Komponenten gut entspannt. Hook, vielen Dank. Das war erfrischend und gut für unseren Körper und damit für unseren Geist. Vielen Dank, dass Sie da waren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Machen Sie mehr Sport, auch bei Homeoffice und Homeschooling, und Sie bleiben gesund. Vielen Dank.